Wir laden Sie ein ins Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, kurz BBR, ins Ernst-Reuter-Haus an der Straße des 17. Juni in Berlin. In unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen des Festivals Via Berlin 2021 wollen wir Ihnen vier Frauen aus dem BBR vorstellen. Sie leiten Baureferate und präsentieren uns heute in kurzen Vorträgen ihre aktuellen großen Bauprojekte. Danach werden fünf weitere Frauen, die in Architektur und Bauwesen sehr unterschiedliche Funktionen ausfüllen, im Gespräch miteinander einige aktuelle Fragen des Metiers erörtern und uns ihre Sicht und ihre Erfahrungen dazu vermitteln. Unsere Erde ist vielleicht ein Weibchen. Jeglicher Gleichstellungsambition unverdächtig hat das im 18. Jahrhundert der Physiker, Aphoristiker, Satiriker und wirklich sehr freie Geist Georg Christoph Lichtenberg gemutmaßt. Wir haben unsere heutige Veranstaltung überschrieben: Frauen bauen, die Architektur ist weiblich. Und dabei haben wir auch ganz unverdächtig uns die Grammatik zunutze gemacht, denn die Architektur ist schlicht ein Femininwort und zwar egal, wer sie hervorbringt. Ich selbst bin zusammen mit meinem Kollegen Leiterin des Leitungsstabs hier im BBR. Mein Name ist Dagmar Ruschainski. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus und entsprechend ist mein Schwerpunkt hier im BBR auch die Kommunikation. Für eine kurze Einführung ins Thema darf ich jetzt unsere Präsidentin, die Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung vorstellen, Frau Petra Wesseler, und Sie ans Rednerpult bitten. Ja, vielen Dank, Frau Ruschainski, sehr geehrte Frau Ehrlicher, sehr geehrte Frau Professor Grüntuch-Ernst. Ich freue mich, Sie heute als Gäste hier bei uns im Ernst-Reuter-Haus begrüßen zu können und freue mich auch schon sehr auf die anschließende Podiumsdiskussion. Sehr geehrte Abteilungsleiterinnen, sehr geehrte Referatsleiterinnen aus dem BBR, sehr verehrte Gäste. Das Festival Women in Architecture wurde am 01.06.2021 gestartet und bei den Auftaktveranstaltungen hat es sich ja nicht nehmen lassen, unsere Frau Staatssekretärin Frau Bohle mit anwesend zu sein. Und die Schirmherrin Frau Regula Lüscher hat auch entsprechend einleitende Worte dort präsentiert. Ja, als klar war, dass es ein solches Festival geben soll, war für uns auch im BBR gleich klar, mit der Frauenpower, die wir hier im Hause haben, müssen wir unbedingt an diesem Festival teilnehmen. Ursprünglich war es ja präsent, analog, geplant. Leider musste dies aufgrund der Corona-Pandemie ja dann ausfallen, aber wir sind sehr froh, dass wir jetzt in diesem digitalen Format dann im Netz zu sehen uns auch hier mit unseren Referatsleiterinnen und Projektleiterinnen präsentieren können und auch in den Dialog kommen mit unseren, wie man ja so schön sagt, Geschäftspartnerinnen aus der Architektur und vor allen Dingen auch mit Fachfrauen aus dem Bauingenieurwesen, was auch, in, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, hier immer wieder zu betonen, wie viele wirklich absolut präsente Frauen hier tätig sind, die immer wieder das ein oder andere Baumaßnahme herauszureißen haben, damit es auch wirklich im Erfolg in die Ziellinie kommt. Ja, also insofern diese kleine Runde hier im Netz. Und Frau Ruschainski hatte einleitend darauf hingewiesen, dass, wenn man sich die Grammatik genau betrachtet, die Architektur ist weiblich. Mal ganz ehrlich, ich glaube, das muss sich Herr Seehofer bei der Amtsübergabe von BMUB in das BMI auch gedacht haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, im März 2018 gab es diese Übergabeveranstaltung, wo dann Frau Barbara Hendricks als zuständige Ministerin für Umwelt und Bauen gemeinsam mit zwei Abteilungsleiterinnen aus der Abteilung BW und SW, also für Bauen und für Städtebau und die Fördermittelvergabe im Städtebaubereich etc., ihm gegenüberstand und ich durfte als Präsidentin des BBR ebenfalls mit anwesend sein. Herrn Seehofer war schon sehr beeindruckt, dass die komplette Leitungsriege zum damaligen Zeitpunkt weiblich besetzt war. Ja, ein kleiner Faktencheck, wo stehen wir heute? Im gesamten BBR, und da ist es ja immer wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung besteht ja zum einen aus dem Bereich der Baufrauen und Baumänner, wo wir die großen Projekte schultern, und zum anderen aber auch aus dem Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, dem BBSR.
Und die Gesamtzahl unserer Mitarbeiter hat im Moment 1480 Personen. Davon, ich runde es gerne auf, sind rund 50% weiblich und 50% männlich. Wir haben auf der Referatsleiterebene, das sind also Einheiten, wo zwischen, je nach Organisationseinheit und Thema, zwischen 8 bis zu 50 Mitarbeitern in einer Gruppe organisiert sind, auf der Ebene der Referatsleitungen, stellt sich das auch noch ähnlich dar. Wir haben im Moment 55% Männer und 45% Frauen dort, aber es sind auch noch 18 Stellen offen, also das pendelt immer so ein bisschen hin und her, aber ich bin ganz froh, dass wir da auch entsprechend resümieren können, das ist pari pari. Auf der Ebene der Abteilungsleitung sieht es dann schon ganz anders aus. Wir haben im Moment 10 Abteilungsleitungen. Die Umorganisation lasse ich hier mal weg, wo noch ein paar dazukommen. Und da ist es im Moment so, dass von 10 Personen nur 2 weiblich sind. Sprich, da haben wir nicht so ein gutes Resümee, 80 zu 20. Aber wie gesagt, das kann sich auch in jüngster Zeit schnell wandeln. Schauen wir einen Blick in die freie Wirtschaft. Wie sieht es denn da aus? Beim Studium, da würde ich gerne auch Frau Professor Gründuch-Ernst hinterher nochmal in der Podiumsdiskussion zu fragen, auch zu meinen Studienzeiten noch, und ich glaube, es ist immer noch so, war es bei der Architektur 50-50. Beim Bauingenieurwesen ist es im Moment wohl eher 30% Frauen und der andere Teil immer noch männlich dominiert. Das ist ja bei vielen MINT-Fächern so. Und wie stellt sich es hinterher dar, wenn wir gleich den Sprung machen, wer leitet denn in Deutschland welche Büros? In dem Bereich der Architektur in Deutschland ist es im Moment so, nur 6% der Büros sind allein von Frauen geführt. 57% sind allein von Männern geführt. Was aber die große Anzahl ausmacht, und die sind auch, glaube ich, alle ziemlich gut im Geschäft, das sind 37% aus gemischten Geschäftsführern von Männlein und Weiblein gemeinsam. Ja, und oft erkennt man das auch gar nicht nach außen, weil dann abstrakte Namen mit Buchstabenkürzeln und Ähnlichem darüber stehen. Und es ist in der Fachwelt sehr wohl, glaube ich, aber außerhalb der Fachwelt gar nicht so bewusst, dass da sehr, sehr viele Architektinnen heute auch in der Leitung von Büros tätig sind. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, nachzuschauen, wer hat eigentlich die letzten Staatspreise der Architektur bekommen. 2015 war es Sauerbruch und Hatten, eindeutig bekannt, doppelt geführt, auch in der Besetzung entsprechend vielfältig besetzt. Und 2019 war es Bruno Fioretti Marquez, auch dort eine Frau mit im Team. Und das finde ich schon ganz interessant. Also man könnte sagen, in der Preiskultur, das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, haben sich auch gerade die gemischt geführten Büros gut an die Spitze gesetzt. Es ist bei der Pritzker-Preisverleihung auch so passiert, jetzt im Jahr 2021. Auch da ein Büro mit Anne Lacaton und Philippe Vassal, was als Team geführt wird. Gleichzeitig, aber deswegen, ich will auch gar nicht alle schönreden, wissen wir auch alle, von den vielen Pritzker-Preisträgern, die es ja seit 1979 gibt, der erste war Philip Johnson, war erst 2004 der erste Pritzker-Preisträgerin Zaha Hadid. Danach gab es Gott sei Dank dort auch weitere Entwicklungen, sodass das auch, wie es ja sein muss, hoffentlich immer auf die Inhalte ankommt. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich bin es ein bisschen leid und einige von Ihnen vielleicht auch, diese Diskussion, was machen Frauen anders und so, da ist mal etwas müd geworden. Darum geht es auch, glaube ich, heute gar nicht mehr. Ich finde es viel interessanter, so die Diskussion, was sind die Antworten und was sind die aktuellen Fragestellungen, die heute zu klären sind und wie positionieren sich da gerade Architektinnen und Ingenieurinnen zu diesen Fragestellungen, was sind ihre inhaltlichen Lösungen, was sind ihre Herangehensweisen zu den heute aktuellen Themen. Und was ich sehr spannend fand, oder fand ich interessant, dass sich das so rausgestellt hat bei der Eröffnungsveranstaltung, kamen dann plötzlich so ein paar Begriffe nach den vielen Vorträgen, die wir dort gehört haben. Und dann hat sich ein Begriff herausgeschält, der hieß Strukturwandlerinnen. Und der andere Begriff war, das kam von einer Psychologin, die die Szene und die Entwicklung auch noch beleuchtet hatte, das war der Begriff Care. Und auch wenn man nicht diese neudeutschen Begriffe dann immer weiterverwenden muss, was steht denn hinter Care? Dass sich kümmern,
das Sorge tragen, also Attribute, die immer mit der Weiblichkeit verbunden werden. Und das war so ein Begriff, der immer wieder dann oder der dort hervorgehoben war als ein gewisses Attribut, was insbesondere ob weiblichen Führungskräften oder eben Frauen in ihrem jeweiligen Beruf dann zugeordnet würde und was eben nicht rein auf die Rolle in der Familie zu reduzieren ist. Das ist jedenfalls meine Meinung. Man sollte diesen Begriff einfach mal etwas weiter fassen, welche Charakteristika da eigentlich hinterstehen. Ja, ich glaube, Themen, über die man sich unterhalten muss heute, gibt es genug. Und dieser Begriff Strukturwandel bewältigen, ich glaube, wir wissen alle, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, dass es diese Art von Wandlungsprozessen dringend zu bewältigen gibt. Und auch da waren ja jetzt sehr ad hoc alle möglichen neuen Fragen, neue Antworten von allen zu finden, um weiterhin miteinander arbeiten zu können, um weiterhin den Alltag organisieren zu können. Also das war schon eine enorme Herausforderung. Würde mich mal interessieren, wer da welche Rolle übernommen hat im Sinne Evaluierung von Prozessen. Im Nachhinein, wenn wir hoffentlich bald diese heftige Situation in der Pandemie überwinden. Das Stichwort Klimawandel. Da braucht es auch entsprechende Antworten. Auch da gibt es viele Fachfrauen, die sich da entsprechend mit einbringen. Und es ist natürlich insgesamt, gerade jetzt im Kontext der Pandemie, diese Thematik Wandel in den Arbeitswelten. Ich hatte gerade heute Vormittag eine Mitarbeiterversammlung mit den Abteilungen im BBSR, also mit dem Forschungsbereich. Und auch da hatten wir dann ein Brainstorming zu der Thematik, wie sollen unsere zukünftigen Arbeitswelten auch in einer Bundesbehörde aussehen? Was nehmen wir eigentlich mit aus dem, was wir gewonnen haben in diesen mehr oder weniger zwangsweise auferlegten Rahmenbedingungen der letzten Monate? Was können wir da hinüber retten und was wollen wir vor allen Dingen als unseren eigenen zukünftigen nachhaltigen Arbeitsplatz sehen? Ja, also spannend ist es, wer hat die zielführendsten Ansätze, wer hat die besten Vorschläge? Und diese Inhalte sollten, denke ich mir, miteinander konkurrieren. Ein letztes Stichwort noch zu dem Begriff Care. Der hat mich schon ans Nachdenken gebracht bei dieser Auftaktveranstaltung, weil ich habe mich dann selber gefragt, was verlange ich denn von meinen Projektleitern, von meinen Referatsleitern, wenn wir Bewerbungsgespräche führen, beziehungsweise auch in ihrer täglichen Praxis? Ich verlange von ihnen ein Durchhalten, ein Sich-Sorgen, sich ein unermüdlich Kümmern um die Projekte, die ihnen anvertraut werden, damit eben Termine, Kosten und Qualitäten in bestmöglichster Weise eingehalten werden. Ja, und dafür braucht es eben diese Grundcharaktereigenschaften, des sich kümmern wollen, des sich kümmern müssen und diese Aufgabe auch annehmen. Und das eben auch so lange und sei es noch so mühsam und sei es auch mal anstrengend, es macht aber auch mal Freude, bis das Problem geklärt ist oder eben die Aufgabe erfüllt ist. Und ich glaube, dieses Durchhaltevermögen und dieses Vermögen, sich zu kümmern, dran zu bleiben, bis ein Projekt in hoher architektonischer Qualität, hoffentlich, fertiggestellt ist, das beweisen auch viele unserer Referatsleiterinnen und Projektleiterinnen und müssen da keinen Vergleich mit irgendjemand anders scheuen. Und insofern freue ich mich wirklich sehr gleich auf die Vorträge. Es ist natürlich nur ein exemplarischer Ausschnitt von 3 Referaten und 4 Referatsleiterinnen. Und ich freue mich vor allen Dingen auf die anschließende Diskussion mit unseren Geschäftspartnerinnen, um auch das gemeinsame Miteinander noch mal näher zu beleuchten, wie wir das denn so als Fachfrauen im Bauwesen miteinander handhaben. Herzlichen Dank. 4 Frauen werden Ihnen, wie angekündigt, gleich in kurzen Vorträgen ihre Projekte, ihre Arbeit im BBR und sich selbst vorstellen. Es sind Projekte, Bauprojekte, die in der Hauptstadt durchaus prägend sind. Den Anfang macht Andrea Koller-Eirilmas. Sie stellt Ihnen das Auswärtige Amt vor und was dort alles zu tun ist. Liebe Interessierte, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Andrea Koller-Eirilmas. Ich bin Architektin und im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Referatsleiterin. Mit rund 20 Kolleginnen und Kollegen im Referat sind wir interdisziplinär hauptsächlich für die Liegenschaften und Baumaßnahmen des Auswärtigen Amtes in Berlin verantwortlich. Für die Planung und Umsetzung der Projekte beauftragen wir externe Planerinnen und Planer. Wir übernehmen die Projektleitung sowie die Steuerung der Baumaßnahmen auf Bauherrenseite. Ich möchte Ihnen etwas über meine Arbeit für und mit dem Auswärtigen Amt berichten.
Bauen als Generationenprojekt. Wer ein Haus baut, denkt auf viele Jahre hinaus. Wir sind die Nachfolger unserer Vorgänger und die Vorgänger unserer Nachfolger. Das Bauen für das Auswärtige Amt ist ein Generationenprojekt. Das Aufgabenspektrum der Baumaßnahmen reicht vom Bauunterhalt und Umbau über Sanierungen sowie Erweiterungen bis hin zum Neubau. Die Projekte werden hierbei seit über 20 Jahren durch das BBR begleitet, von der ersten Idee bis zur Übergabe des fertigen Gebäudes. Zu den Beteiligten hier dargestellt: die Bundesanstalt für Immobilienaufgabe, die BIMA als Eigentümerin und Betreiberin der Häuser, das Auswärtige Amt und wir, das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, als Umsetzende, als Baumanagement. Drei Großorganisationen, die hier zusammenkommen und auch nur zusammen erfolgreich sein können. Nur wir drei Beteiligte können den täglichen Spagat zwischen störungsfreiem Dienstbetrieb und Baustelle zusammenstemmen. Wir befassen uns mit dem zentralen Standort der Liegenschaft des Auswärtigen Amtes am Werdischen Markt. Zwischen Spreekanal und Kurstraße. Das Ganze begann vor einer Generation mit dem Neubau bzw. mit der Sanierung der ehemaligen Reichsbank. Es ist das größte Ministerium in Berlin. Dieser Ort in prominenter Nachbarschaft mit der Museumsinsel, mit der Schinkelakademie in der Mitte von Berlin sollte sich nun zum Knotenpunkt aller Auslandsvertretungen und weiteren Aktivitäten des Auswärtigen Amtes in aller Welt entwickeln. Sie sehen vorne am Markt den sogenannten Neubau als erstes Projekt aus dem Jahr 99 von den Berliner Architekten Thomas Müller und Ivan Reimann. Der Entwurf arbeitet mit drei unterschiedlichen Lichthöfen, die aus der Baumasse herausgeschnitten wurden, sodass es eine Korrespondenz zum Altbau sowie zur weiteren Umgebung gibt. Hinter dem Protokollhof erstreckt sich die ehemalige Reichsbank, vor circa 20 Jahren von Hans Kollhoff General überholt. Sein Konzept unterstreicht den Bestand, die modernen Elemente des Bauwerkes. Sein Leitgedanke ist ein Drei-Schichten-Ansatz, die erste Schicht von 34 bis 40 und die zweite Zeitschicht aus DDR-Zeit. Als ganz neue Schicht bzw. Element führt Kollhoff an exponierten Stellen im Haus Farbflächen ein, die er zusammen mit dem Künstler Gerhard Merz entwickelte. Alt- und Neubau sind durch einen 50 Meter langen Fußgängertunnel im Untergeschoss miteinander verbunden. Hier sehen Sie die blaue Halle. Das dritte, kleinere Projekt ist das Gebäude ehemals Oberwasserstraße am Kupfergraben, die Kreuzstraße 1. Es wurde 1911 bis 12 als Fabrik- und Geschäftsgebäude errichtet und steht auch seit 1995 unter Denkmalschutz. Nach einer umfassenden, denkmalgerechten Sanierung ist dort seit 2012 das Fortbildungszentrum des Auswärtigen Amtes untergebracht. Dieser Altbau wurde durch einen skulpturalen Neubau auch von dem Architekten Rolf Mühlethaler ergänzt. Ein neues, eindrucksvolles Eingangstor entstand mit einer Verbindungsbrücke zwischen Altbau und Neubau. Die Diplomatenfortbildung erhält hier ihre Wertschätzung. Kommen wir nun zum vierten Großprojekt, die südliche Erweiterung der Liegenschaft. Nach einer umfangreichen Planung stehen wir nun endlich in den Startlöchern. Baubeginn ist diesem Herbst. Der Gebäudekomplex von den Architekten Harris und Kurle, ebenso durch ein Wettbewerbsverfahren ausgewählt, sowie die technische Gebäudeplanung durch IBN und CEP, umfasst künftig Büro- und Verwaltungsräume für ca. 300 Arbeitsplätze, Konferenzbereich, eine Post- und Kurierstelle sowie Dienstwohnungen. Mehr als 20 weitere Planungs-, Ingenieur- und Sachverständigenbüros sind hier im Planungsteam involviert. Das geplante Gebäude entsteht durch Entkernung, Teilrückbau und Ergänzung von Bestandsgebäuden als Randbebauung und Bebauung im Innenbereich. Eine wahrlich statisch, technisch
und gestalterisch besondere Herausforderung für die Planungen war die Einbeziehung des Plattenbaus. Zum Beispiel waren die dadurch vorgegebenen Deckenhöhen in Verbindung mit den höchsten Ansprüchen an die Nutzung sehr planungsintensiv. Hier galt es, die Ansprüche an das Raumklima, höchste Anforderungen an die Sicherheit mit der Gestaltung in Einklang zu bringen. Und ich denke, dies ist auch gelungen. Für das fertige Projekt wird eine Zertifizierung nach dem Qualitätsstandard Silber nach Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des Bundes angestrebt. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Mit diesem letzten beeindruckenden Großprojekt kommt die Umsetzung des Gesamtliegenschaftskonzeptes zum Abschluss. Mit einer Bruttogeschossfläche von mehr als 200.000 Quadratmeter für über 3.000 Menschen. Ein Liegenschaftskonzept über mehr als eine Generation. Ein weiteres ständiges Großprojekt, sozusagen projekt- und generationsübergreifend, ist der Bauunterhalt und die Umsetzung von kleinen Baumaßnahmen. Dazu zählen immerhin Baumaßnahmen bis 6 Millionen Euro. Immer etwas lästig neben diesen ganzen Neubau-Orchideenprojekten erscheint es mir aber doch zu wichtig, dieses Thema unerwähnt zu bleiben. Ist es nicht das Bindeglied zwischen all unseren Großprojekten? Nicht so spannend, finden viele. Doch für den Werterhalt und für die Nutzung der Liegenschaft unersetzlich. Das sind unsere täglichen Arbeiten, nämlich der Umgang mit dem Bestand innerhalb einer Nutzung bzw. im laufenden Betrieb. Bauunterhalt ist vor dem Neubau, Bauunterhalt ist nach dem Neubau. Es ist ein Balanceakt. Sie sehen hier das Kunstwerk Die Seiltänzer von dem Berliner Künstler Trak Wendisch über einem Hof im Altbau. Es ist ein Balanceakt und eine große Herausforderung, die Vielzahl der Baustellen, 40 Stück gleichzeitig, mit rund 400 Bauaufträgen pro Jahr. Dies gilt es bei gleichzeitig 500 Veranstaltungen pro Jahr vor bzw. jetzt hoffentlich nach Corona auch wieder im Auswärtigen Amt zu stemmen. Dabei müssen die Schnittstellen innerhalb der Maßnahmen identifiziert und die Möglichkeit der gleichzeitigen Baudurchführung überprüft werden. Der Arbeits- und Koordinationsaufwand ist immens hoch. Ich bin heilfroh über die gebundenen Planungsbüros vor Ort. Irgendwann aber wird klar, dass aufgrund des Alters der Gebäude sowie der erreichten Lebensdauern und Verschleiß, insbesondere der technischen Anlagen, umfangreichere Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Neue oder ergänzend gesetzlich geforderte Standards sind umzusetzen. Weitere Anforderungen an die Nutzung und an die Sicherheit steigen oder ändern sich stetig. Der Kreis schließt sich. Und gerade an diesem Punkt sind wir jetzt. Ein neues Großprojekt beginnt, die Grundinstandsetzung der Bestandsgebäude. Wir sind wieder am Beginn unseres Handelns vor Ort angekommen. Der Kreis schließt sich. Jetzt gilt es wieder, Bedarf und Anforderungen zu erarbeiten, technische wie gesellschaftliche. Ist eine Grundinstandsetzung im laufenden Betrieb überhaupt möglich? Wie viel Fortschritt hält ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude, ein Gesamtkunstwerk nach Urheberrecht überhaupt aus? Welche Sicherheitsanforderungen sind hier Grundlage? Und wie kann es, ausgehend von einer generationsübergreifenden Planung und Durchführung, zu einer Homogenität der Bauteile und insbesondere der technischen Anlagen kommen? Planen für eine nächste Generation an Menschen, an Materialien, an Technik und an Zeitgeist. Welchen Grad von Nachhaltigkeit können wir ansetzen mit den hohen Maßstäben unserer selbstentwickelten Zielvorgaben, wenn unsere Großvorhaben schon in Planung und Baudurchführung eine halbe Generation verschlingen? Als ich vor einigen Jahren meine Ausbildung zur Koordinatorin für Nachhaltigkeit machte und im Seminar zum Thema nachhaltige Materialien saß, konnte ich gerade noch durch einen Anruf beim Architekten verhindern, dass in einem kleineren Bauprojekt ein Stoff eingesetzt wird, der nach den neuesten Erkenntnissen nicht eingesetzt werden durfte. Das hat mir deutlich gemacht, wie schwierig es ist, vorausschauend nachhaltig zu planen, zu bauen und einfach hinterherzukommen.
Darüber hinaus soll das öffentliche Bauen Vorbild in vielerlei Hinsicht sein, neue Qualitätsmaßstäbe setzen, die nicht nur nachhaltig und ressourcenschonend sind, sondern ebenso wirtschaftlich. Für mich ist die aktuelle Diskussion über nachhaltige Flächenverteilung eine sehr interessante Frage. Homeworking, Coworking, gesellschaftlicher Wandel. Was macht das mit unserem Flächenbedarf? Wie entwickelt sich unsere Arbeitswelt? Ist das ein Arbeitsplatzbüro Geschichte? Spannenderweise arbeitet das Auswärtige Amt mit dem Fraunhofer Institut zu diesem Thema zusammen, sodass vielleicht andere Konzepte auch für den klassischen ministeriellen Verwaltungsbau in Frage kommen. Das alles hat Ihnen einen Einblick sowie Ausblick in meine bzw. unsere Arbeitswelt gegeben. Nicht nur die Häuser aus den verschiedenen Generationen begeistern mich, sondern das Arbeiten mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. Das Bauen für und mit dem Auswärtigen Amt bleibt spannend. Damit verabschiede ich mich und wünsche alles Gute. Wir machen weiter mit Sibylle Zittlau-Groß. Sie hat zuletzt das Humboldt-Forum in dessen Schlussphase übernommen und an den Nutzer übergeben und war zuvor zuständig für das größte Bauprojekt des Bundes, für die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin in der Chausseestraße. Herzlichen Dank für die Einladung heute hier. Ich freue mich sehr, dass ich mich hier bei WIR beteiligen darf. Mein Name ist Sibylle Zittlau-Groß, ich bin 59 Jahre alt und habe zwei erwachsene Kinder. Architektin bin ich, glaube ich, geworden, angestiftet durch meinen Vater und Großvater, die bereits Architekten und Baumeister waren. Während der Schulzeit gab es auch andere berufliche Überlegungen, aber nichts hat mich tatsächlich überzeugt. Im Elternhaus wurde das Sehen, das Wahrnehmen und das Diskutieren darüber sehr hoch gehalten. Und ich glaube, damals habe ich schon begriffen, dass Architektur die Kraft hat, ein Wohlgefühl zu vermitteln, ohne dass die meisten Menschen wissen, warum das so ist. Quartiere, Straßen, Häuser, Wohnungen, Räume, es zählt die Stimmigkeit der Größenordnungen, der Farben und der Formen, der Architektur eben. Und das ist das, was ich lernen und auch weitergeben wollte. 2006 bin ich zum Bundesamt für Bauwesen gekommen und wurde tätig im Projekt- und Baumanagement. Davor war ich einige Jahre selbstständig und davor 10 Jahre in einem großen Hamburger Architekturbüro, das auch einen Sitz hier in Berlin hat. Ich hatte immer Freude an großen Projekten, an komplexen Prozessen. Und mit meinem Faible für betriebswirtschaftliches Denken und meinem Pragmatismus wurde ich sehr schnell in die Rolle der Projektleiterin hineinkatapultiert. Und so habe ich auch beim BBR angefangen, in der Projektleitung des Neubaus für den Bundesnachrichtendienst. Und dieses Projekt würde ich Ihnen gerne hier heute vorstellen. An dem Standort der ehemaligen Garde-Füsilier-Kaserne hat der Lehrer und Dichter Hans Leib das Lied Lili Marleen, gesungen von Lale Andersen, aufgeschrieben. Dort stand später das Stadion der Weltjugend, das für die Berliner olympischen Träume weichen musste. Und dort entstand eben die große Baumaßnahme Neubau des Bundesnachrichtendienstes. Bitte achten Sie auf den Fernsehturm hier an dieser Stelle. Es gab einen großen städtebaulichen Wettbewerb. Der erste Preisträger war das Architekturbüro Kleihus und Kleihus. Er hat neben dem Masterplan für das Gesamtgelände auch die Ausführung des Hauptgebäudes in Auftrag bekommen. Dieser Masterplan war dann auch Grundlage für das Bebauungsplanverfahren, was wir als Referat zusammen mit dem Senat durchgeführt haben. Die Diagonale der Chausseestraße läuft gegen die gerade darauf zulaufenden Kopfbauten und damit wird eine geschlossene Straßenkante simuliert. Das vornehme Zurücktreten des sehr großen Hauptgebäudes und durch die Tieferlegung auch, wird aus diesem großen Hauptgebäude eigentlich ein Haus mit Vorgarten. Die Nord- und Südbebauung sind reine Straßenrandbebauungen. Die Ausmaße dieses Quartiers, dieses Grundstückes für diese Baumaßnahme sieht man hier besonders gut am Stadtmodell. 8-mal der Reichstag hätte hier Platz oder 2-mal das Auswärtige Amt.
Durch die Aufgliederung der Massen und durch die vielen Höfe entsteht fast Kleinteiligkeit. Und wir haben unglaubliche Massen verbaut. Alleine die 20.000 Kilometer Glasfaserkabel haben mich immer wieder erstaunt. Das ist der halbe Erdumfang. 13 Jahre vom ersten politischen Beschluss im Deutschen Bundestag bis zur Gesamtübergabe des Gebäudes, aber dabei nur 10 Jahre Bauzeit. Für ein Gelände und Gebäude, die einen unglaublich hohen technischen Anteil haben, über 50%. Und wenn man das auf die Kosten überträgt, dann haben wir tatsächlich in 10 Jahren Bauzeit 100 Millionen Euro pro Jahr in der Bauzeit verbaut. Die Kosten haben sich entwickelt. Und würde es erlaubt sein, Risiken monetär von vornherein prozentual einzupreisen, wäre viel Aufregung über Kostensteigerung allen erspart geblieben. Und ganz ehrlich, welchem Nutzer ist es zu verdenken, innerhalb von 13 Jahren nicht seine Anforderungen zu überdenken, zu konkretisieren und ganz abgesehen von technischen Innovationen, die in diesem Zeitraum gleich mehrfach üblich sind. Das Hauptgebäude, eben gebaut und umgesetzt von Klaius und Klaius Architekten zusammen mit BAL für die Bauleitung. Sie sehen hier tatsächlich keinen Fernsehturm in der Chausseestraße. Städtebaulich konsequent wäre es allemal gewesen. Wir haben Kleihus immer wieder augenzwinkernd sozusagen damit aufgezogen, wann er endlich das beantragt, den Fernsehturm zu versetzen, um für diese lange Straße einen Eyecatcher zu bekommen. Die Veranschaulichung der Größe des Gebäudes habe ich mir immer vor Augen geholt, indem ich mir gesagt habe oder klargemacht habe, eine Etage in einem Flügel sind 500 Quadratmeter. Das sind rund 3 bis 4 Einfamilienhäuser. Das heißt, bezogen auf die Gesamtnutzfläche des Gebäudes haben wir rund 766 Einfamilienhäuser auf diesem Quartier gebaut. Das ist schon ein sehr großes Dorf. Im Detail hat Kleihus sehr stringent und durchdacht gearbeitet und auch gemäß meinen eigenen Architekturprämissen, die ich Ihnen eingangs benannte, nämlich diesen Wohlfühlfaktor mit bedacht bei der ganzen Geschichte. Zum Beispiel die Tageslichtführung durch die schräg angeschnittenen Fassadenleibungen bringen Tageslicht auch in die hintersten Büros. Der Nutzer fühlt sich wohl, aber er weiß gar nicht warum. Die Nordbebauung von Henn Architekten und Hilmer und Sattler, beide hier aus München und Berlin. Henn Architekten haben eine Fabrik mit Kopfbau gestaltet, die das Gesamtgelände zum technischen Leben erweckt. Zusätzlich haben wir die Ida von Arnim Straße mitgebaut, eben Teil dieses Bebauungsplanes. Ein städtebauliches Muss zur Erschließung nicht nur des Bundesnachrichtendienstes, sondern auch des Bundeswehrkrankenhauses und der ganzen Neubebauung, die dort entstanden ist, mit dem direkten Zugang zur U-Bahn. Henn hat ein sehr techniklastiges Gebäude mit verschiedenen Last- und Technikanforderungen, großen Spannweiten und 5 sehr unterschiedlichen Nutzungen umgesetzt. Es passt ins Stadtbild und zeigt eigentlich wenig von seiner Kraftwerkstechnik. Die Südbebauung. Lehmann Architekten und Schassler Architekten für die Bauleitung haben dies umgesetzt. Es ist das kleinste Gebäude auf dem Gelände und hat dafür aber den längsten Namen, das Zentrum für nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung und Besucherzentrum. Besucherzentrum und Geheimdienst, eigentlich ein Paradoxum. Nach der Pandemie werden wir sehen, inwieweit sich der Bundesnachrichtendienst tatsächlich der Öffentlichkeit öffnet. Die Südbebauung war eine späte und schwierige Geburt. Allein 3 Vorentwürfe waren notwendig, wegen Bedarfsänderungen durch die Nutzer. Backstein als Fassadenmaterial ist ein schöner Übergang zur inneren Stadt, auch eine wunderbare Antwort auf die Wohnbebauung in der Habersattstraße und zeigt eben auch die Vielfältigkeit des Masterplans. Die meandernde Form des Gebäudes löst wieder die Massen auf, anders als beim Hauptgebäude, aber eben auch sehr gelungen. Kunst am Bau an 7 Standorten, 7 sehr unterschiedliche Kunstwerke, die sich mit dem Thema Geheimnis und Nachrichtendienst auseinandergesetzt haben.
Vom Raumschiff Enterprise, nicht jedes Ding muss einen Namen haben, bis zum Architekturzitat Paul Baumgartens für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gehen diese künstlerischen Ansätze. Die Außenanlagen waren bereits durch den Masterplan, wie den Vorgarten vor dem Hauptgebäude, also den Kiefernhain, vorgegeben, sowie durch sicherheitliche Anforderungen, zum Beispiel kein dichtes Gebüsch zu pflanzen. Den Landschaftsplanern ist es trotzdem gelungen, die strenge Architektur vor allem in den Höfen durch eine sich jahreszeitlich verändernde Flora mit lebhaften, bunten Pflanzen und Stauden aufzulockern. Die Planungsgemeinschaft Freianlagen mit Landschaft und Planen haben nicht nur die Grünflächen von intensiv bis extensiv innerhalb der Grundstücksgrenzen beplant und umgesetzt, sondern eben auch die Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauungsdichte, für die sehr hohe Bebauungsdichte mit koordiniert. Zum Beispiel den Panke-Park im westlichen Anschluss oder die Straßenrandbebauung entlang der Süd- und Nordbebauung. Die Projektorganisation wurde sehr früh und sehr stringent in 5 Entscheidungs-, Hierarchie- und Eskalationsebenen eingeteilt, von der Politik bis zu der ausführenden Firma und wurde auch bis zur Übergabe nicht aufgeweicht. Die Projektorganisation innerhalb des Referats, innerhalb des BBRs, des Teams, hatte neben der normalen Aufgabenteilung den Zweck, wie motiviere ich die Mitarbeiter, 10 Jahre dabei zu bleiben. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Vertikale und horizontale Aufgaben und Verantwortungsbereiche für jeden Mitarbeiter wurden kombiniert, um die Kommunikation zu fördern, alle an allem mitwirken zu lassen. Mitarbeitermotivation, optimierte Aufgabenverteilung wurden dynamisch gestaltet und beobachtet und je nach Belastung, Flexibilität des Mitarbeiters und Ergebnis angepasst. Jeder hatte somit die Möglichkeit, sich innerhalb dieser Struktur zu entwickeln, zu verändern, ohne das Projekt verlassen zu müssen. Egal, wie man das Kind nennt, es bedarf immer wieder zwischen den Entscheidungsebenen in jeder Projektphase Anpassungen und Konkretisierungen organisatorisch zu fassen. Nur so können Bedarfsänderungen des Nutzers oder Anpassungen, zum Beispiel zum Stand der Technik, neu geplant, umgeplant, finanziert und umgesetzt werden. Dahinter steckt viel Kommunikation auf Augenhöhe. Wir waren zum Beispiel durchgehend ein Dreierteam an der Referatsspitze bei diesem Projekt und konnten so gut alles kontrovers miteinander diskutieren. Übrigens begann ich 2006 in einer reinen Männerriege. Referatsleiter, Abteilungsleiter, Präsident. Zur Umsetzung oder zum Projektabschluss waren wir dann alles nur noch Frauen. Instrumente haben wir zum Beispiel im Rahmen von Vereinbarung eingesetzt. Mit den Planern und Ausführenden schließen wir gesetzesharte, kleinteilige Verträge. Mit dem Nutzer und dem Betreiber sind diese Verträge oft viel weicher. In diesem Projekt mussten die Verträge über zusätzliche Vereinbarungen konkretisiert werden. Durch ein durchgehend begleitendes juristisches Projektmanagement und Controlling wurden diese Vereinbarungen angestoßen, alle Vertragspartner überzeugt. Und letztendlich profitierten wir alle davon, dass die Parameter und zum Teil das neue Rollenverhalten besser definiert war. Auch das Mängelmanagement bedurfte einiger Instrumente, die wir festlegen mussten. Nichts ist schlimmer als die Diskussion zwischen Nutzer, Betreiber, Baumanagement und Ausführenden über den Mangel am Bau. Jeder versteht etwas anderes. Mithilfe gemeinsamer Instrumente, wie dieselbe Software oder dieselbe Detailgenauigkeit in der Erfassung, erreicht man die Ziele Schritt für Schritt. Das Verstehen darüber ist die Wahrheit. Und das ist die Kunst des Baumanagements meines Erachtens, das gemeinsame Verstehen zu erreichen. Und wie haben wir das geschafft? Geredet, gestritten und uns wieder versöhnt. Vielen Dank. Ich darf Ihnen jetzt vorstellen,
Die beiden Kolleginnen Sonja Böckenhold und Pia Bornkessel, beide leiten gemeinsam im Modell einer Doppelspitze ein Referat und sind zuständig für die Umsetzung eines Großprojektes auch, nämlich des Masterplans für die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Guten Tag, ich bin Pia Bornkessel, ich bin Architektin, habe in Darmstadt studiert, dann einige Jahre in Architekturbüros gearbeitet und bin dann nach Berlin zum BBR gekommen, um hier mein Referendariat zu machen. Im Anschluss habe ich zuerst als Projektleiterin für Baumaßnahmen des Auswärtigen Amtes, dann für den Bundesrat gearbeitet. Seit 2018 bin ich nun Referatsleiterin eines Projektmanagement-Referates, das interdisziplinär aufgestellt ist. Und diese Aufgabe teile ich mir mit meiner Kollegin Sonja Böckenhold. Auch ich habe nach meinem Architekturstudium an der TU Braunschweig in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet, danach mein Referendariat beim BBR in Bonn absolviert und bin seit 2006 beim BBR in Berlin als Projektleiterin tätig gewesen für die Baumaßnahmen des Deutschen Bundestages. Seit 2018 bin ich im Jobsharing mit Frau Bornkessel Referatsleiterin. Zu Beginn möchte ich Ihnen gerne unsere Aufgaben vorstellen und Ihnen erläutern, warum diese so spannend sind. Unsere Abteilung BB6 ist zuständig für die Forschungsbauten des Bundes. Unser Referat mit 22 Mitarbeitern aus drei Fachbereichen, Architektur, Elektrotechnik und Maschinentechnik, bearbeitet die Baumaßnahmen der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, kurz BAM genannt. Die BAM forscht in vielen Bereichen: Material, Energie, Infrastruktur und Umwelt. Daneben hat sie auch hoheitliche Aufgaben, zum Beispiel für die öffentliche Sicherheit. Hier prüft sie die Zulassung von Feuerwerkskörpern. Es gibt verschiedene Forschungsschwerpunkte, unter anderem zum Beispiel die Nanotechnologie, die Wasserstofftechnologie oder die Gefahrgutumschließung. Die Gebäude der BAM, die wir betreuen, unterliegen der ständigen Modernisierung. Die Labor-, Prüf- und Teststände müssen stetig an die Anforderungen der Wissenschaftler angepasst werden. Dieses breite Themenspektrum sorgt auch dafür, dass die Gebäudetypologien sehr vielfältig auf den einzelnen Liegenschaften sind. Die BAM hat 4 Standorte, davon 3 in Berlin. Der Hauptstandort in Steglitz unter den Eichen, schräg gegenüber die Fahrbergstraße, der neue Laborstandort in Adlershof mit dem Erweiterungsgelände am Großberliner Damm. Und außerhalb von Berlin ist der 4. Standort in Brandenburg, in Horstwalde. Dort ist das Testgelände, wo auch große Sprengversuche durchgeführt werden. Die Liegenschaften der BAM sind sehr heterogen. Es gibt Gebäude aus allen Jahrzehnten mit den unterschiedlichsten Nutzungen und den sehr unterschiedlichen baulichen Zuständen. Es gibt Gebäude aus der Jahrhundertwende, die unter Denkmalschutz stehen. Es gibt Gebäude aus den 60er und 70er Jahren, die aus heutiger Sicht eine große Herausforderung an uns stellen. Diese Fülle an unterschiedlichen Sanierungsmaßnahmen zu ordnen und die BAM zukunftsfähig aufzustellen, das ist unsere Aufgabe. Und dafür erstellen wir zurzeit bei uns im Referat einen Masterplan für alle 4 Liegenschaften. Zunächst wurden dafür Bestandsanalysen für 80 Gebäude erstellt. Diese dienen einerseits als Grundlage für den Masterplan, helfen uns aber auch sehr bei der Sicherstellung des laufenden Dienstbetriebs für den Bauunterhalt, bis der Masterplan umgesetzt wird. Das größte Gelände, das Stammgelände unter den Eichen mit 38 Gebäuden, ist sehr geprägt von dem Hauptgebäude an der Straßenfront, das auch sozusagen zur Adressbildung beiträgt. Es hat dahinterliegend einen Forschungs- und Verwaltungscampus. Die Liegenschaft an der Fahrbergstraße ist ursprünglich als Krankenhausbau errichtet worden. Sie steht heute weitestgehend unter Denkmalschutz und auch in diesen Gebäuden sind noch Labore der BAM untergebracht. Der Campus in Adlershof beherbergt das modernste Laborgebäude der BAM. Es wurde 2015 fertiggestellt durch das Architekturbüro Kleier, Koblitz, Letzel und Freivogel und beherbergt unter anderem das größte metallfreie Labor in Europa. Parallel zu den Bestandsanalysen hat der Nutzer mit Unterstützung des BBRs und einem von uns beauftragten Laborplaner seinen Gesamtraumbedarf ermittelt. Es sind dabei rund 150.000 Quadratmeter Nutzfläche herausgekommen. Rund ein Drittel davon sind Laborflächen.
Selbst diese Aufgabe war sehr komplex. Um die Anforderungen an die 50.000 Quadratmeter Laborfläche zu ermitteln, wurden viele Ortsbegehungen durchgeführt. Es gab Workshops mit den Wissenschaftlern, auch um Synergien herauszubekommen, die wir dann bei der Masterplanung umsetzen können. Auf Grundlage der Bestandsanalysen und des Gesamtraumbedarfs wird nun der Masterplan erstellt. Wir haben dazu das Büro Heinlewischer Partner beauftragt und die Masterplanung in mehrere Projektphasen aufgeteilt. Zunächst wurde der Zielkatalog erstellt. Hier haben wir gemeinsam mit dem Nutzer die verschiedenen Parameter ermittelt und gewichtet, die dann bei der Planung zu berücksichtigen sind. Jetzt sind wir in der Phase der Konzeptentwicklung. Hier finden Ideenworkshops statt. Es werden Leitbilder entwickelt, die in einer Art Baukastensystem miteinander kombiniert werden. So können für die verschiedenen Standorte der BAM unterschiedliche Szenarien erarbeitet werden und unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Gleichzeitig ist es so möglich, die Vision des Nutzers optimal umzusetzen. Es werden sich dann die Phasen der Variantenentwicklung und die Ausarbeitung einer Vorzugsvariante anschließen. Wir rechnen damit, dass wir den Masterplan im nächsten Jahr abschließen können und gehen davon aus, dass wir dann ein Investitionsvolumen von mehr als 600 Millionen Euro haben zur Umsetzung des Masterplans. Und wir erwarten ganz viele spannende Bauaufgaben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Am Ende unseres Kurzvortrags möchten wir noch kurz auf das Motto des Festivals zurückkommen. Gleichstellung von Frauen in der Baukultur, Chancengleichheit. Und möchten Ihnen noch kurz unser Jobsharing-Modell vorstellen. Wir arbeiten seit 3 Jahren zusammen im Tandem als Referatsleiterin und leiten ein Referat mit 22 Mitarbeitern. Wir sind sehr froh, dass das im BBR möglich ist, denn so können wir optimal Beruf und Familie miteinander vereinbaren. Wir arbeiten beide in Teilzeit und teilen uns eine Stelle. Unsere Arbeitszeiten überschneiden sich an 3 Tagen in der Woche. Diese Zeit nutzen wir einerseits, um uns intern abzustimmen, neue Strategien zu besprechen, und andererseits besteht auch die Möglichkeit, hier Termine parallel wahrzunehmen, zum Beispiel in verschiedenen Projekten. Bei unserer Arbeit ist es für uns am wichtigsten, dass es keine Reibungsverluste gibt für unsere Mitarbeiter, für unsere Vorgesetzten und für Externe. Dazu ist es wichtig, dass wir den gleichen Informationsstand haben und dass wir nach außen geschlossen auftreten. Um das zu erreichen, kommunizieren wir viel, zielgerichtet und sind gut intern organisiert und strukturiert. Ich denke, dass dieses Arbeitsmodell sich zunehmend etabliert, da es nicht nur Vorteile bietet für die persönliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit auch einen Beitrag zur Chancengleichheit leistet, sondern durchaus auch vorteilhaft ist für die Arbeit an sich, für den Arbeitgeber, auch für die Mitarbeiter. Wir vertreten uns gegenseitig, es ist immer jemand da. Wir lernen voneinander, wir schöpfen aus einem größeren, doppelt so großen Ideen- und Erfahrungspool. Wir können uns korrigieren und manchmal Fehler so vermeiden. Und ja, im Grunde ist es nichts anderes als eine gute, vertrauensvolle Teamarbeit. Und Teamarbeit kennen wir alle, ich denke, wir können sie alle, denn gute Bauprojekte gelingen nur mit guten Teams. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben jetzt 4 Frauen aus dem BBR kennengelernt, deren Projekte markant in der Hauptstadt sind und darunter auch das Führungsmodell der Doppelspitze. Seit vergangener Woche finden Sie auf der Plattform des Festivals und auch auf unserer Homepage einen interessanten Film. Der zeigt unter dem Titel 3 Frauen für die Museumsinsel in einem Online-Rundgang, dass auch das Weltkulturerbe im BBR fest in Frauenhand ist. Jetzt steigen wir ein in eine Gesprächsrunde mit 5 Frauen in unterschiedlichen Funktionen im Bereich Architektur und Bauen. Wir wollen Ihre Sicht auf die Fragen der Zeit in diesem Bereich erfahren. Dann steigen wir ein in unsere Gesprächsrunde. Ich darf Ihnen eingangs unsere Teilnehmerinnen vorstellen und beginne zu meiner Linken mit Frau Professor Almut Grüntuch-Ernst. Frau Professor Ernst, Sie haben viele Funktionen. Sie führen seit 1991 mit Ihrem Mann ein erfolgreiches Architekturbüro in Berlin. Sie sind international gefragt für Vorträge und Preisgerichte und waren 2006 Generalkommissarin des deutschen Beitrags auf der Architekturbiennale in Venedig. Seit 2011 haben Sie eine Architekturprofessur an der TU Braunschweig.
Sie sind auch Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Ich mache jetzt hier mal einen Punkt, wir könnten noch weitermachen. Ich gehe weiter zu Frau Margot Ehrlicher. Frau Ehrlicher, Sie sind Prüfingenieurin für Brandschutz und seit Jahrzehnten in diesem Sujet vertraut. Sie waren über 20 Jahre lang in leitender Position bei der Feuerwehr in Berlin. Seit 1992 sind Sie bei HHP Berlin, einer Gesellschaft von Ingenieuren für Brandschutz. Sie waren öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Brandschutz und Brandursachenermittlung, Prüfingenieurin für Brandschutz bundesweit. Unter anderem waren Sie Vorsitzende bis vor kurzem des Sachverständigenausschusses der Baukammer Berlin, kurz Sie gelten als Koryphäe Ihres Fachs. Jüngst haben Sie an zwei der bedeutendsten Kulturbaustellen in Berlin-Mitte mitgewirkt, der Staatsoper unter den Linden und dem Humboldt-Forum, also eben auch in Sachen Brandschutz. Dann mache ich weiter mit Frau Beate Bönig. Sie sind eine Kollegin aus dem BBR. Sie haben lange als freischaffende Architektin gearbeitet. Sie waren parallel dazu in der Lehre an der TU Berlin tätig. Sie sind dann mit Anfang 40 in den öffentlichen Dienst gewechselt und haben sich nach Jahren der Berufserfahrung entschlossen, im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ein Hochbaureferendariat zu absolvieren, also nochmal anzufangen. Nach rund zwei Jahren als Projektleiterin einer Baumaßnahme für das Bundespräsidialamt werden Sie jetzt in Kürze die Gesamtprojektleiterin für die Grundinstandsetzung der Staatsbibliothek zu Berlin in der Potsdamer Straße. Neben Ihnen sitzt Eva Jedelhauser. Frau Jedelhauser, Sie leiten seit 2010 eine große Bauabteilung mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns im BBR. Sie waren, bevor Sie in den Staatsdienst eintraten, mehrere Jahre als angestellte und freiberufliche Architektin in Berlin tätig. Bevor Sie ins BBR kamen, haben Sie Erfahrung gesammelt als Leiterin eines Sachgebiets in der hessischen Bauverwaltung und dann als Referentin und stellvertretende Referatsleiterin im damaligen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Sie blicken auf fast 20-jährige Führungserfahrung zurück. Zu guter Letzt unsere Präsidentin Petra Wesseler. Frau Wesseler, Sie sind seit Februar 2015 Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Sie waren zuvor 12 Jahre lang Baubürgermeisterin von Chemnitz, zuständig für Stadtentwicklung und Bau. Und es gab damals sehr viel zu bauen in Chemnitz, nämlich auf großen zentralen Stadtbrachen eine neue Innenstadt. Vor Chemnitz waren Sie bereits Referatsleiterin im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und Sie sind dann als Präsidentin hierhin zurückgekehrt. Ich starte die Fragerunde und fange auch wieder an mit Frau Professor Grüntuch-Ernst. Als Professorin und Hochschullehrerin sehen Sie bei den Absolventenzahlen im Fach Architektur, dass etwas mehr als die Hälfte Frauen sind. Frau Wesseler hat das eingangs schon erwähnt. Im anschließenden Berufsleben dezimiert sich das merklich. Sie als Chefin eines Architekturbüros gehören also immer noch zu einer Minderheit. Bei Auszeichnungen für Architektur verteilt sich das zu 20% auf Frauen und zu 80% auf Männer. Wie sieht es denn bei den Hochschullehrern aus, zum Beispiel in Braunschweig, wo Sie lehren? Wie viele Professorinnen außer Ihnen gibt es da? Ja, ich gehe vielleicht nochmal zurück zu meiner eigenen Zeit an der Universität, an der Uni Stuttgart. Da war das in den 80er Jahren großartig, dass Carla Szyszkowitz-Kowalski die erste Frau war, die an die Uni gekommen ist. Und das haben wir wirklich als etwas ganz besonders Aufregendes erlebt, die, insbesondere natürlich die weiblichen Studierenden. Und als ich 2011 an die TU Braunschweig gekommen bin, waren von den 15 Instituten, die da geleitet werden, 11 unter männlicher Führung und 3 wurden von Frauen geleitet. Und jetzt, 10 Jahre später, sind wir genau Hälfte, Hälfte. Also es verändert sich was. Ja. Und an der TU Braunschweig, die ist auch die erste TU, die eine weibliche Präsidentin hatte mit Frau Kaiser-Püssala. Also
in so einem Rahmen fängt man ja an, darüber mal nachzudenken und sich das überhaupt mal klar zu machen. Und auch hier, nicht nur beim BBR, auch an den Hochschullandschaften gibt es Umbaustrukturen, die sich verändern und die eigentlich etwas wieder in Balance bringen, was in den Studierenden ja eh schon abgebildet ist. Die Welt wird normaler, auch in der Architektur. Sie leiten partnerschaftlich mit Ihrem Ehemann, wie erwähnt, ein Architekturbüro. Da ist die Welt noch nicht ganz so normal, wie wir auch in den Zahlen eingangs gehört haben. Wie fängt man sowas an? Wie wird man die Chefin eines großen, erfolgreichen Architekturbüros? Das kommt natürlich beim Machen, auch den Mut, den man dafür braucht, ja, ganz klar. Das fängt schon damit an, wie man selber aufgewachsen ist, was man für Rollen Vorbilder hatte. Ja? Also meine Eltern haben sich auch eine Arztpraxis ganz selbstverständlich geteilt. Es war für mich klar, dass das irgendwie funktionieren kann. Ja? Und wir sind 91 nach Berlin gekommen, haben beide an den Unis gearbeitet, an der UdK damals oder HDK hieß sie noch, und haben nebenher einfach Wettbewerbe gemacht. Und dann haben wir einen gewonnen und so fing es an. Ja? Wie das sich dann entwickeln konnte, da hatten wir einfach Glück, dass diese Dynamik, auch eine stabile Auftragslage und so weiter. Der Schulbau war ja immer ein wichtiges Thema, nicht zuletzt in Madrid für den BBR. Deutsche Schule in Madrid, ja. Die schönste Schule der Welt, hieß es mal. Sagen die Schüler. Ja. Was sind denn im Moment Ihre thematischen Schwerpunkte im Architekturbüro? Was treibt Sie um? Also für mich ist natürlich diese Welt der Uni, die ja so einen anderen Freiraum nochmal hat, auch eine Möglichkeit, so Impulse zu entwickeln. Und mich interessiert momentan neben der skulpturalen und räumlichen Qualität von Architektur auch die Rolle, die in unseren nachverdichteten Städten Architektur als Teil des Ökosystems spielt. Ja, also mich interessieren Baumaterialien, mich interessieren Oberflächen, und zwar sozial und ökologisch in ihrer Bedeutung. Und wir bauen in Berlin in der Darwinstraße ein Gebäude, das hat eine große, öffentlich zugängliche Dachterrasse mit richtigen Bäumen, also ein richtiger Dachpark. Das ist zum Beispiel für mich so eine wichtige Verklammerung von Themen, Schnittstellenthemen, die ich an der Uni aufbauen will, wo ich einfach mit Umweltwissenschaftlern und also Nicht-Architekten Wissen aufbaue in dieser Schnittstelle, um dann das auch sozusagen natürlich weiterzubringen in die Baupraxis. Also Klimaanpassung, Aufenthaltsqualität, viele Themen. Ja. Gute Architektur. Natürlich, das ist ja immer. Frau Ehrlicher, Sie sind als Prüfingenieurin für Brandschutz seit Jahrzehnten in einer sogenannten Männerwelt tätig. Ich glaube, das ist immer noch stärker so auch. Sie erteilen am Ende, wenn Ihnen alle Prüfberichte vorliegen, die Freigabe eines Gebäudes zur Nutzung. Sie haben die letzte Entscheidung und auch die allerletzte Verantwortung. Seit langem herrscht bei den Fachingenieuren Nachwuchssorge, Nachwuchsmangel, Nachwuchssorge. Da täte es doch gut, wenn auch Frauen sich mehr für den Beruf der Fachingenieurin interessierten. Haben Sie einen Tipp für die Nachwuchspflege? Ja, also mit dem Tipp ist das so eine Sache. Ich komme ja aus dem Osten, das ist ja kein Geheimnis, und da waren natürlich auch viele Frauen in Männerberufen schon tätig. Das heißt, ich habe mich also weder in der Feuerwehr noch hier als Prüfingenieur unwohl gefühlt in dieser quasi Männerwelt. Aber Bauen ist ja seit vielen Jahren ein Männerprivileg geworden. Es hieß immer der Baumeister, nicht die Baumeisterin und so weiter. Aber um dieses Defizit anzugehen, gerade im Bereich der technischen Berufe, bedarf es eigentlich schon von der Schule aus und von den Universitäten aus mehr Werbung für diese technischen Berufe. Und ich sehe es also wirklich sehr bedenklich, dass man wissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Fächer in den Schulen abwählen darf, als im Bereich des Abiturs. Also dass man da schon nicht versucht, mehr auf Naturwissenschaft auch einzugehen und auch im Freizeitbereich, sowohl im Freizeitangebot für Jugendliche sehr wenig ist, wo man sich über Technik informieren kann, aber auch unsere Medien tun wenig dafür. Ja? Also wir können immer sehen, Shopping Queen, Topmodel, aber ich habe noch nicht gesehen, wer baut am schnellsten eine Wand mal aus Stein. Ne? Wir haben Lesch Kosmos, das ist für die Erwachsenen, aber wir haben fast nichts, was die Jugend anspricht. Ja. Und Jugend will angesprochen werden. Das ist vielleicht so mein Tipp, da muss mehr getan werden, da muss auch die Politik mehr tun. Wäre mal ein Format, ne? Ja. Wer baut die schnellste Wand?
Was beobachten Sie? Sie haben jetzt schon referiert, dass das also aus Ihrer Biografie jetzt, Sie waren nicht die Exotin, weil in der DDR die Männerwelt nicht so abgesondert war. Gehen wir mittlerweile auch in diesem Bereich, den Sie vertreten, in Richtung Normalverteilung von Männern und Frauen? Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich alles verändert, auch bei uns im Büro hat sich's verändert. Wir haben also auch bei unseren Fachplanerinnen oder Fachplanern für Brandschutz jetzt einen Anteil von 49%. Das ist fast pari pari. Das heißt aber auch, dass man Bedingungen schaffen muss. Und das wurde heute ja schon mal bei den Vorträgen auch gesagt. Ich muss also den Frauen auch die Chance geben, Teilzeit zu arbeiten, einen Kindergartenplatz zu haben, den möglicherweise auch von der Firma zu unterstützen, den Frauen die Möglichkeit zu geben, zu Hause zu arbeiten, im Homeoffice. Wir haben es ja jetzt lange geübt auch. Und dort bestimmte Randbedingungen zu schaffen, die es den Frauen ermöglichen, dort zu arbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung und das zeigt sich ganz deutlich im zunehmenden Maße auch. Wenn ich prüfe, sehe ich immer wieder, dass die Aufsteller der Brandschutznachweise Frauen sind. Also da ist eine richtige Trendwende auf jeden Fall zu erkennen, weil ja gerade im Aufstellungsbereich der Brandschutznachweise man ja nicht unbedingt auf die Baustellen muss, sondern man dort ja von zu Hause oder an Plänen arbeiten kann. Und das ist natürlich für eine Frau auch relativ lukrativ, das mit dem Familienleben unter einen Hut zu bringen. Jetzt geht es aber nicht nur um Quantität, also wie bekommen wir möglichst viel Nachwuchs, sondern es geht auch um Qualitätssicherung, weil ja gerade der Brandschutz, wie wir alle wissen, schon entscheidend sein kann für das Schicksal eines Gebäudes, ob es eröffnet wird oder nicht. Was ist denn in Studium und Ausbildung zu tun, um in diesem wirklich hochkomplexen Bereich die Qualität zu sichern? Ich möchte das zweiteilen. Zum einen ist es so, ja, Qualität, das erwarte ich eigentlich von den Hochschulen, dass die schon mit einem gewissen Wissen kommen. Aber natürlich haben die Firmen auch die Verpflichtung, die Mitarbeiter nicht alleine zu lassen, sondern weiterzubilden, in Teams zu bilden, wo man sich Wissen abholen kann. Und nicht nach dem Motto, mein Home is my Castle, also ich gebe mein Wissen niemand preis, sondern bereit zu sein, Wissen zu teilen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch wir machen in unserer Firma bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen, um überregional auch Wissen vor allem zu teilen. Das ist das Thema eins, wo man sagt, hier kann an der Qualitätsschraube gedreht werden. Das Thema zwei ist aber, dass wir in Deutschland auch sehr viel überreguliert haben. Das heißt, wir haben so viele Normen und Regeln und Festlegungen, dass man kaum noch in der Lage ist, alles zu überblicken. Und wenn man halt nicht alles erwischt, dann stehen gleich wieder Leute mit Rechtsanwälten da, die einen versuchen, in Regress zu nehmen, sodass die Mitarbeiter Angst haben zu entscheiden, dass sie denken, oh, habe ich jetzt an alles gedacht, ist das auch richtig? Und dann teilweise auch darunter Qualität leidet, weil wir teilweise nicht über Statistiken ermitteln, was ist denn wirklich die Ursache eines Ereignisses, sondern erstmal eine Regel festlegen und sagen, ja, ist halt so, muss halt so gemacht werden. Und mein bestes Beispiel ist da immer, das Feuer weiß nicht, dass es durch die Steckdose muss, wenn daneben eine 2 Meter große Tür ist. Ja, also so, um mal das mal zu verdeutlichen. Das heißt einfach, wir müssen auch auf die Regularien gucken und sehen, wie wir das verschlanken. Und dann wird auch die Qualität wieder besser. Und es wurde ja heute schon mal erwähnt, was ist ein Mangel am Bau? Also wenn 1 Zentimeter Löchlein in der Wand ist, wo ein Kabel ist, davon wird das Haus nicht abbrennen. Ne? Also hier auch den Brandschutz wieder in die richtige Stelle rücken. Ne? Und nicht, der Brandschutz ist für alles gut. Ne? Wenn der Bauzeit nicht gehalten wird, ist der Brandschutz. Ja, Mangel am Bau. Ja. Also mehr Empirie und mehr Pragmatismus. So ist es. Frau Bönig, Sie kennen als Architektin, ich sage es jetzt mal, beide Welten, nämlich die der freischaffenden Architektin und die der Architektin im öffentlichen Dienst. Warum haben Sie die Welten gewechselt? Na, mit 3 Kindern im Hintergrund wächst der Wunsch nach Sicherheit. Und das war die Entscheidung, letztendlich in den öffentlichen Dienst zu gehen und nicht immer nur projektweise angestellt zu sein und auch das Gehalt zu regelmäßigen Zeiten und in voller Höhe auch überwiesen bekommen, weil man einfach auch anders planen muss.
Und ist es nur die Sicherheit gewesen oder? Vorrangig, würde ich sagen, ja. Ja. Da Sie beide Welten kennen, was kann denn die freie Wirtschaft, sage ich jetzt mal, vom öffentlichen Dienst lernen und eventuell auch umgekehrt? Können sich diese beiden Welten befruchten? Ja, unbedingt, das glaube ich sehr. Und ich würde mir für die Büros wünschen, einfach, dass der Mut größer wird, auch Frauen mit Kindern in Projektleiterstellen verstärkt einzustellen. Und ich habe damals im Büro eine Schlüsselsituation gehabt, wo ich noch lange nicht an Kinder gedacht habe und zwei Projektleiter bzw. Büroinhaber, Projektleiter in meinem Hintergrund diskutierten, ob man jetzt diese eine Architektin einstellen soll. Und es bestanden große Bedenken seitens der Herren, weil sie zwei Kinder hat und eventuell nicht entsprechend da sein kann und die Aufgabe bedienen kann. Und das hat mich dann auch nachhaltig geprägt und deswegen der Schritt dann auch jetzt zum späten Zeitpunkt in den öffentlichen Dienst. Und ich finde, dass bei der öffentlichen Hand einfach das schön wäre, wenn wir sind ja stark geprägt, auch hier durch Regularien für alle Dinge, die uns manchmal auch im Handeln sehr unflexibel machen, auch mit unseren Mitarbeitern. Und da würde man sich wünschen, dass es vielleicht an manchen Stellen einfach direkter stattfinden kann und auch persönlicher. Und ja. Ja, Sie haben die Welten gewechselt. Denken Sie eigentlich manchmal auch daran, ja, ich würde vielleicht auch ganz gern wieder mal für eine Zeit zurückgehen in das Freischaffende, wenn ich dann wieder in den öffentlichen Dienst zurück könnte, oder? Also ich denke aktuell nicht darüber nach, aber ich bin vom Typ her, dass es gäbe die Option, dass man darüber nachdenken könnte. Wobei ich jetzt einen ganz anderen Weg gewählt habe. Also ich bin ja inzwischen sogar verbeamtet. Dann geht nichts mehr. Aber wie gesagt, man könnte es ruhen lassen. Ja, ja, aber die Welt des öffentlichen Dienstes ist wohl nicht ganz so durchlässig auch. Also es ist nicht so leicht, wieder zurückzukommen in den öffentlichen Dienst. Da wäre vielleicht noch Handlungsbedarf. Frau Jedelhauser, in Ihrer Abteilung sind Bauprojekte fürs Verteidigungsministerium, die Bundeswehr, die Sicherheitsbehörden. Wenn man so will, klingt das alles sehr maskulin. Das zeigt, im BBR gibt es keine Schubladen. Wie haben Sie Ihre Arbeit als Architektin, Sie haben ja auch schon eine Biografie hingelegt, als Freiarchitektin, dann im öffentlichen Dienst, in der jedenfalls in der Vergangenheit noch von Männern dominierten Baubranche im Laufe der Jahre wahrgenommen? Also wenn ich an den Beginn meiner Zeit im öffentlichen Dienst zurückdenke, da hatte ich einen Vorgesetzten, der das sehr, auf eine sehr natürliche Art und Weise uns auch alle angenommen hat als Frauen oder als Männer und wir eigentlich keinen Unterschied erfahren haben. Also diese Vorbehalte, die gab es irgendwie nicht, also dass man mit Anfang 30 auch noch eine Familie gründen würde. Also das wurde da relativ vorbehaltlos auch so gelebt. Aber ich war dann Vorgesetzte in einem Referat oder in einem Sachgebiet mit 35 Menschen und davon waren zwei Frauen, davon war eine ich und ich war auch noch die Jüngste. Das war also mein Einstieg in diese Führungstätigkeit im öffentlichen Dienst und fand das im Nachhinein eine ganz spannende Zeit, weil ich von meinem Umfeld so schön getragen wurde, also auch als Vorgesetzte. Und das hat mir natürlich den Einstieg sehr, sehr erleichtert. Und so im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich auch irgendwie sehr dankbar, dass sich das eigentlich durch die ganze Zeit so durchgezogen hat. Also dass ich immer diese Möglichkeit bekommen habe, wieder auch, ich habe mich auch beworben, dann als nächstes Mal dann eben jedes Mal bei Frauen, also meine nächsten Positionen habe ich immer wieder über eine Bewerbung bei Vorgesetztinnen sozusagen erlebt und kann dadurch natürlich irgendwie sagen, also mir ist es dabei irgendwie sehr, sehr gut ergangen, ja. Und das ist vielleicht auch etwas, was mich jetzt sehr motiviert, das auch wieder so an die nächste Generation so weiterzugeben. Ne? Gerade dieses Thema, wen stelle ich ein? Also diese Bedenken, die haben wir auch mal diskutiert unter den Kollegen und ein männlicher Kollege, der kam dann genau mit diesen Bedenken und da habe ich nur gesagt, also ich nehme immer die Person, die am besten ist. Ich gucke da nicht nach. Und mir ist es aber natürlich zweimal auch so gegangen, kaum eingestellt und dann leider in Mutterschutz. Aber die Frauen kommen ja wieder und
die kommen auch engagiert wieder und auch die Kinder werden irgendwann groß. Ne? Also man muss da so ein bisschen auf die Zeit irgendwie auch pochen. Ne? Und ich bin da ganz engagiert irgendwie dran, irgendwie auch den Frauen, den jungen Frauen mit Potenzial, diesen Einstieg auch in Führungspositionen zu ermöglichen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das unsere Zukunft ist. Und es gab natürlich auch schon jetzt einzelne Männer in der Vergangenheit, die gemeint haben, dass ich jetzt irgendwie Männer bevorzuge, nein, Frauen bevorzuge. Und meine Antwort darauf, ich nehme immer den Bestgeeignetsten, die Bestgeeignetste. Nur sind halt jetzt in letzter Zeit Frauen, weil das hat sich bislang keiner getraut, die zu nehmen dafür. Damit kokettiere ich so ein bisschen. Ja. Sie wollten da noch. Ja, ich wollte was sagen, was sich nämlich auch verändert hat, und das ist auch bei uns im Büro so, auch Männer nehmen Erziehungsurlaub und gehen auch mal in Teilzeit, und das entkrampft sich auch so langsam. Mhm. Ich weiß noch, als der Erste das gemacht hat, hatten wir einen sehr konservativen Bauherrn, und der brauchte dann eine andere Sprachregelung für das Fernbleiben des Kollegen. Aber es ist tatsächlich auch, also es ist nicht nur, sondern auch das Öffnen der anderen Seite sozusagen. Also da muss ich, also was Frau Gründuch-Ernster gerade sagt, das stelle ich dann auch immer als Präsidentin fest, wenn dann kurz hintereinander eine Mann und eine Frau Elternzeit hat. Also so, der eine ist gerade wieder da und der andere geht. Da muss ich dann teilweise feststellen, okay, da war auch die Zusammenarbeit im BBR im wahrsten Sinne des Wortes wieder fruchtbar. Es war dann der Vater und die Mutter, die kurz hintereinander in Erziehungsurlaub gegangen sind. Also auch diese Situation gibt es, und ich kann das nur bestätigen. Skandinavien, viel üblicher schon. Genau, also das tatsächlich, also die Männer nehmen genauso die Elternzeit und auch ausgiebig wie die Frauen. Also insofern hat man sich da mit der gleichen Situation auseinanderzusetzen. Und auch Telearbeit ist, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Anträgen der Telearbeit, die ich so auf dem Tisch kriege, sehr beliebt bei Männern. Und wir müssen als Behörde nur im Moment dann abwägen, wie viel kann ich da eigentlich zulassen und wie viel ist dort tatsächlich vertretbar. Weil leider ist es noch nicht so, dass die Bauüberwachung, also die berühmte Leistungsphase 8, die geht nicht aus dem Homeoffice heraus. Und da müssen schon einige auch mit an Bord sein. Und das war ich, Gott sei Dank, konnten wir das ja auch feststellen jetzt im Rahmen der Pandemie, also dass in den Teams, die die Projekte zu verantworten hatten, dass sich das auch so regeln ließ. Es waren immer welche vor Ort und es waren aber natürlich auch immer welche irgendwo im Homeoffice. Aber das hat dann auch geklappt mit der Arbeitsaufteilung. Aber am Bau ist es, glaube ich, so, es lässt sich nicht alles in Telearbeit und im Homeoffice erledigen. Da ist gerade das vor Ort sein für die Qualitätssicherung, für die Diskussion mit den Handwerkern, mit den Baufirmen, mit den Projektverschaffern, auch in einem direkten Dialog wahnsinnig wichtig. Ne? Also insofern, aber die Anträge kommen von Männlein wie Weiblein gleichermaßen und werden immer mehr. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt dieser Pandemie-Situation. Ich möchte das nochmal unterstreichen, was gesagt wurde bezüglich des Engagements der jungen Frauen. Also wir haben ja in Größenordnungen ein sehr junges Büro im Durchschnittsalter, und wir haben ganz viele junge Muttis, teilweise mit Zwillingen. Und es ist ungeheuer angenehm zu sehen, wie sich diese Frauen engagieren. Sobald ihre Kinder so über den Teppich krabbeln, sagen, sind sie zurück und sind auch in der Lage, ihren Arbeitsalltag so zu organisieren, dass es wirklich eine Freude ist. Und wie die sich reinhängen, auch jetzt über Corona, diese Corona-Krankenhäuser, das wurde alles von Frauen bei uns begleitet. Und die haben wirklich Tag und Nacht die Zeiten so geschoben, dass heute ihr Kind schläft, jetzt arbeite ich, und das ist wirklich toll, und da kann sich wirklich mancher Mann manchmal eine Scheibe abschneiden, wie Frauen in der Lage sind, da ihren Alltag zu organisieren, muss ich sagen. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Stichwort, wenn man jetzt über Möglichkeiten Telearbeit, also auch mit Blick in die Zukunft, was können wir da erhalten am mobilen Arbeiten. Ich glaube, die Organisation miteinander ist da ein Riesenschlüsselwort. Und ich habe es auch erlebt, wir hatten jetzt ein Projekt, was jetzt auch in den Medien gut war, der Luisenblock West, also wo wir, das Projekt ist gestartet in der Pandemiezeit, wir haben auch die Vergabeverfahren in der ganzen Pandemiezeit bewältigen müssen, und da haben wir auch eine junge Projektleiterin, die Projektleitung aus dem Homeoffice heraus macht. Und da ist eben diese hohe Disziplin mit der Zeiteinteilung wahnsinnig wichtig. Und die Kollegen nehmen da auch Rücksicht drauf. Oder wenn wir die Besprechungen haben mit dem Nutzer, dann ist die halt außerhalb der Zeit, die tabu ist. Irgendwie ist da, glaube ich, immer zwischen 15 und 17 Uhr ist irgendwie tabu. Da darf nichts stattfinden. Ja, da findet es halt nach 17 Uhr statt oder eben vorher. Kann man sich drauf einstellen, wenn man es vorher entsprechend organisiert hat, ne?
Und da funktioniert das wunderbar. Deswegen, wir lernen gerade gezwungenermaßen, aber das finde ich richtig gut. Ja, aber da hat die Pandemie uns wirklich einen Schritt vorangebracht, weil ich bin das Arbeiten so auch immer gewohnt gewesen und kann nur hoffen, dass das halt in der Form irgendwie weitergetragen wird und die positiven Sachen daraus gezogen werden. Mhm. Ja, man muss nur aus Krisen was machen. Aber ich würde ganz gerne auf einen Punkt auch nochmal eingehen, weil es mich ein bisschen juckt, weil ich das nicht so stehen lassen wollte, weil auch da ist, glaube ich, die Entscheidung, wer jetzt von einem freien Büro her oder von dem Architekten sein als kreativer, freischaffender Architekt hin auf Positionen, sei es denn in der Kommune oder auch als Baudezernentin, wer auf solche Positionen geht oder wer in der Verwaltung, in der Bauverwaltung tätig wird, ob da nun eine genehmigende Verwaltung wie im Baugenehmigungsamt oder in einer Hochbauverwaltung. Da hatten Sie nur, also für Sie war mit ein Beweggrund auch, da, weil es eben die Rahmenbedingungen beim öffentlichen Dienst eine Sicherheit waren. Ne? Aber ich wollte jetzt die Kurve kriegen, dass nämlich da, glaube ich, sind andere Aspekte, finde ich, auch noch sehr spannend. Und auch für mich ist das interessant, wer jetzt welche Positionen einnimmt. Und zwar, also für mich war es so, als ich mich entscheiden musste, ich glaube, ich wäre auch keine schlechte Entwerferin geworden, aber da hatte ich anders nur gesagt, Mensch, so und so viele Kollegen sind richtig gute Entwerfer, die sind richtig gut in dem Bereich. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite gemerkt, dass es die Kommunikation, das Vermitteln, sich auch in die andere, also da mal etwas, also nicht unbedingt der sein zu müssen, der dann als derjenige gibt, der den tollen Entwurf hingelegt hat, sondern derjenige mit zu sein oder diejenige, die dafür Sorge trägt, dass gute Architektur zum Zuge kommt. Und da eben vermitteln zwischen der Politik, zwischen den Entscheidern, zwischen der Bauherrenseite und den Architekten, damit die besten Architekten ausgewählt sind, das fand ich eine total spannende Aufgabenstellung. Und da habe ich nur gedacht, oh, da scheinen irgendwie nicht so viele dran Interesse zu haben an dieser Mittlerrolle. Und das war für mich damals der Beweggrund, dann zu sagen, gute entwerfende Architekten gibt es wie Sand am Meer, aber so diese Mittler dazwischen, also dass Baudezernentenpositionen besetzt werden mit Personen, die sich für die gute Architektur einsetzen und nicht unbedingt ein Jurist oder nur der politisch Bestimmte, der gar nicht vom Fach ist, das fand ich einen ziemlichen, für mich war das der Anreizpunkt, um zu sagen, dann mache ich doch das Referendariat und schlage diesen Weg ein, wo ich mich eben mit diesen öffentlichen Rahmenbedingungen erst befasse, um hinter eine solche Position einnehmen zu können, ne? Ja, wobei ich ja auch lange an der Uni unterrichtet habe und ich wäre gern den Weg gegangen und hätte auch auf eine Professur hingearbeitet und habe halt drei Kinder und deswegen auch unter meinem eigenen Namen nie gebaut, sondern immer in Partnerschaft mit Leuten oder für Leute und das reicht dann halt an dem Punkt nicht aus. Und ich bin also auch jemand, der gerne entworfen hat und habe auch viele Wettbewerbe selber gemacht. Deswegen, also ich kenne alle Bereiche, habe dann auch den Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz gemacht und bin so eigentlich in die öffentliche Verwaltung gekommen, weil es auch in Charlottenburg-Wilmersdorf noch jemanden gibt, die prüfen im Amt. Und das war sozusagen der erste Werdegang. Und dann habe ich mich aber wirklich für die Großprojekte, wie Sie auch sagen, einfach den Einsatz für gute Architektur und da gibt es ja hier unendliche Möglichkeiten, sich dafür einzusetzen. Ich bleibe noch mal bei Frau Wesseler und möchte jetzt mal festhalten, die Bundesbauverwaltung, also wenn ich fürs BBR sprechen kann, ist eben deutlich geprägt von Frauen. Das BBR hat eine Präsidentin, sie sind auch nicht die erste Frau an der Spitze des BBR, sondern bereits die dritte. Bei 6 Vorgängern männlicher Art, muss man auch dazu sagen, seit Kriegsende. Das Bauministerium hat eine Staatssekretärin. Bedeutende Bauprojekte haben wir heute kennengelernt, werden von Frauen gesteuert. Die Museumsinsel, ich weise nochmal auf den schönen Film hin, ist unter weiblicher Führung. Im BBR stehen die Themen, unser Alltagsgeschäft, auch im Zeichen des Strukturwandels, der schon angesprochen wurde. Stichworte wären nachhaltiges Bauen, Klimaanpassung, aber auch Vergabethemen. Frau Wesseler, welche Eigenschaften sind denn von Akteuren und Akteurinnen in diesen Umbrüchen gefragt, Ihrer Einschätzung nach? Das zielt jetzt nochmal auf die ganze komplexe Situation, mit der wir uns ja beschäftigen müssen. Ich glaube jetzt, was ich einleitend auch gesagt hatte, die Themen des Strukturwandels, die im Moment auf uns hin niederprasseln, also ob es jetzt der Klimawandel ist, wo es dann darum geht,
Klimaanpassungsstrategien zu diskutieren bei der Ebene der Stadtentwicklung oder eben über Klimaschutzmaßnahmen zu regeln. Da allein, das nehme ich nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt also für eine Stadtentwicklung und damit haben wir uns ja auch in Chemnitz sehr intensiv auseinandergesetzt, also ich muss mir bei jedem Thema, was dem Klimaschutz dient oder was der Klimaanpassung dient, also Klimaanpassung, fallen ja immer die Stichworte Starkregenereignisse, was muss ich da vorbeugend tun, Hitzeentwicklung, wie kann denn da die Architektur sich verändern, dass wir auch kleinklimatische Räume in den hochverdichteten Ballungsräumen haben, wo wir gegen mal, da muss ich immer die Dinge auch ganzheitlich denken. Ich muss mir auch, wenn ich jetzt über irgendwelche Gesetzgebungen habe bei der NF, wo es dann heißt, und damit die CO2-Ausstoß geringer ist, soll jetzt aber die Wärmedämmung noch mal dicker werden. Oh Gott, das ganze Denkmal ist nicht mehr erkennbar. Das kann es nicht sein. Aber bei diesen beiden Stichworten, Klimaanpassung, Klimaschutz, die Dinge dann wirklich zusammenzudenken, wo kann ich auch eine Lösung zum Klimaschutz gleichzeitig als Klimaanpassungsmaßnahme definieren? Das ist, glaube ich, die hohe Kunst und das ist dieses vernetzte Denken und es ist auch, sich jedes Mal die Frage zu stellen, wenn ich einen NF neu schreibe, wenn ich neue Vorgaben als Bund mache, wie kann ich CO2-Ausstoß vermeiden im Gebäudesektor, da muss ich die Frage auch ganzheitlich stellen. Dann fallen die Stichworte graue Energie und sonst was. Ich will jetzt nicht den ganzen Katalog runterbeten, aber da ist dieses über den Tellerrand hinausdenken, die Dinge zusammendenken und auch, da bin ich bei dem Stichwort, was Frau Ehrlicher vorhin genannt hat, ich muss mir dann auch ab und zu mal den Mut haben zu hinterfragen, ist denn dann die ein oder andere aus gutem Grund irgendwann mal vorher festgesetzte Richtlinie noch richtig oder muss ich die mal über den Haufen werfen, weil sie das eigentliche Ziel nicht mehr erreicht? Und diesen Mut zu haben, auch Dinge so in Frage zu stellen und nicht nur zu sagen, ist halt gesetzt, ist halt so, sondern zu sagen, nee, können wir ja ändern. Oder eben die Dinge zusammenzudenken mit Blick in die Zukunft. Das sind nicht Qualitäten, das stelle ich immer wieder fest. Diese Fähigkeit, das dann so zu durchdenken, ist bei Frauen nicht ganz unverbreitet, um es vornehm auszuführen. Ne? Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Also zusammendenken und auch Dinge Mut zu haben, zu hinterfragen. Ich möchte das nochmal ganz sehr unterstreichen, was hier gesagt wird, und zwar dieses komplexe Denken. Das ist ganz wichtig und wir, gerade in unserer Firma, sind wir dabei, auch unterschiedliche Personengruppen zusammenzuführen. Und der Brandschutz ist nun mal auch einer, der sehr intensiv das Stadtbild mitgestaltet. Und die Frage ist halt, muss ich alle Straßenbäume abholzen, damit die Feuerwehr mit einer Drehleiter irgendwann mal in irgendein Fenster kommt? Oder was wird mit dem Wasser? Löschwasser, muss ich das teure Trinkwasser für Löschwasser verwenden? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten des Auffangens von Regenwasser oder des Einsatzes anderer mobiler Technik, um Feuer zu bekämpfen? Und, oder wie breit müssen Straßen sein? Müssen alle Straßen befahrbar sein? Und wie schlägt sich das wieder um? Wärmedämmung, ist das, jetzt jeder redet über Holz. Ja, ist denn Holz wirklich so das Allheilmittel? Und dieses über den Tellerrand denken, wir werden in der nächsten Woche am 17. so eine Veranstaltung durchführen, die nennt sich Matchbox, wo wir versuchen, unterschiedlichste Couleur zusammenzuführen, um über diesen Tellerrand hinauszudenken, wie weit kann Digitalisierung helfen, der Feuerwehr bestimmte Sachen aufzufinden, im Gebäude, in der Gebäudetechnik alles aufzufinden. Es ist so komplex inzwischen geworden und da reicht es nicht nur in einer Vorschrift zu lesen und einen, sondern wirklich komplex. Und da bin ich wieder zurück, sind die Frauen auch die, die das wesentlich mitgestalten und da versuchen, das mit zu befördern. Ja, wunderbar. Multitasking, Frauensache, heißt es angeblich. Vernetztes Denken, komplexe Zusammenhänge, auch Zusammendenken. Was hat uns die bisherige Runde gelehrt? Frauen in der Architektur sind Normalität. Sie können es mindestens genauso gut, müssen wir nicht drüber reden. Sie haben, so scheint es allerdings, noch ein gewisses Aufmerksamkeitsproblem in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Prädikat Star-Architekt ist hauptsächlich eine Zuschreibung der Medien und wird fast schon inflationär verliehen, allerdings weitestgehend an Männer. Sucht man nach der Star-Architektin, die Frage ist, ob es eine Zuschreibung ist, die erstrebenswert ist, so wirft Google jedenfalls einen Treffer aus, Zaha Hadid, verstorben 2016.
Ich frage jetzt in die Runde und bitte jede der Damen, vielleicht ein kurzes Statement abzugeben, einen kurzen Satz zu sagen. Wie lässt sich das ändern und die Wahrnehmung von Frauen auch ihren Leistungen anpassen, die sie ja erbringen? Ich fange an mit Ihnen. Na, zum Beispiel auch mit solchen Veranstaltungen oder solchen Monaten, in denen unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden. Ich bin 2013 eingeladen worden nach Israel auf einen Weltfrauenkongress und habe am Anfang gedacht, oh Gott, jetzt dieses Männerbashing, es hat ja immer gleich so diese beiden Seiten. Und das war so super. Ich habe so ganz tolle japanische Architektin, Yui Tezuka, können Sie auch auf Ihre Star-Architektenliste setzen. Und es gibt da auch ganz viele dort im Mandrup. Also wirklich in jedem Land kann ich Ihnen bestimmt 10 Star-Architektinnen, auch wenn dieser Begriff, weil der zielt ja auch auf eine Person sozusagen, ein Kopf regelt alles. Und ich glaube, da hört es eben auch auf, dieses Schnittstellendenken, dieses vernetzte, erweiterte Denken, dass das irgendwie eher einen Mehrwert darstellt, passt nicht zu dem Begriff Star-Architekt. Ja, also von daher glaube ich, es gibt sie, sie heißen nur anders und sie wirken anders. Das wäre Absolutismus der Star-Architekt. Ja, so ein bisschen. Ja, ich mag den Begriff gar nicht, muss ich sagen, weil der beste Entwurf hilft halt nichts, wenn dahinter die Statiker, die Haustechniker stehen, die vielen am Bau bis hin zum Eisenflechter, die das umsetzen. Und ich kann die beste Idee haben, wenn sie nicht umsetzbar ist. Und es gibt ganz tolle Architektinnen und ob man die nur als Star-Architekt bezeichnen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, ganz viele Leute haben auch den Begriff Star verdient, aber im positiven Sinne, indem sie ihre Arbeit gut machen. Star-Architekt heißt ja auch irgendwie, dass es so besonders medienwirksam ist. Also das ist so Popstar-mäßig. Ne? Und das ist ja tatsächlich vielleicht etwas, was sich nicht so gut vereinbaren lässt. Andererseits, also ich habe Zaha Hadid mal kennengelernt, die ist wirklich ein Star gewesen, auch als Frau, als Persönlichkeit. Also die hat eine Aura, die Frau gehabt, die ist wirklich umwerfend gewesen. Und ich finde auch ihre Architektur, ob sie einem jetzt liegt oder ob das irgendwie der Stil ist, den man favorisiert, war schon einfach sehr mutig und sehr, sehr eigenständig. Und von daher würde ich diesen Begriff dieser Frau tatsächlich auch noch verzeihen sozusagen. Also das schmälert sie irgendwie nicht. Ich frage mich nur einfach jetzt irgendwie so, ob das so aus Sicht der Architektinnen nicht auch ein bisschen typisch ist, typisch Frau vielleicht, also wenn man doch mal die Schublade aufgreift, den Männern dann auch diesen Star-Status dann einfach so zu überlassen. Also ich stelle jetzt einfach mal zur Diskussion, ist das richtig, sich dazu so zurückzuziehen? Und die Architektinnen, Frauen neigen ja dazu so, wir sind sachorientiert, wir treiben die Dinge voran und es ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass man das irgendwie weiß, wer das ist. Aber gerade an Sie, Frau Grüntuch-Ernst, würde ich gerne mal die Frage stellen, spüren Sie das irgendwie, dass man Ihrem Mann irgendwie eher mehr, ist Ihr Mann mehr der Star, der Popstar, der Medienwirksame? Also ich nehme das so nicht wahr, aber vielleicht haben Sie da eine ganz andere. Ich glaube, das kommt immer darauf an, ja, sozusagen, aus welcher Richtung jemand guckt. Ja? Ich glaube, das kann sogar bei ihm auch manchmal so sein, dass dann sozusagen die Rolle der Frau als was Besonderes in der Architektur, dann dieser Scheinwerfer zu mir kommt, was auch manchmal ein bisschen ungerecht ist. Ja? Also ich glaube, das hebt sich so weg. Ja. Ja, ich glaube aber auch einfach, dass in der Berichterstattung das schon noch vorrangig so ist, dass die Herren stärker wahrgenommen werden und auch stärker berichtet wird. Und ich glaube, da kann auch ein guter Beitrag zu geliefert werden, dass einfach die andere Seite auch noch in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird. Frau Wesseler? Ich würde noch mal an das anknüpfen, was wir ja in den vorigen Vorträgen so gehört haben. Da hat mir noch mal sehr gefallen, dass Frau Zittler-Groß ja auch noch mal rausgearbeitet hat bei diesem Großprojekt BND. Was war denn da die Kunst, dass es dann fertig geworden ist? Und dass alle auch bis zum Schluss wirklich sich dafür eingesetzt haben. Und sie hat sehr schön noch mal dargestellt, wir haben geredet, wir haben gestritten und wir haben uns versöhnt. Und diese Themen, das ist also immer erstmal ist es eine Gruppe an Beteiligten, die wirklich dann dieses Gesamtkunstwerk und die Architektur ausmachen, die ja dann auch funktionieren muss und hohen Qualitätsansprüchen Genüge tun soll. Aber es ist immer ein Teamwerk und da ist es, glaube ich, auch medienwirksam wichtig, dass wir das mal mit nach vorne stellen, dass das in den meisten Fällen auch hinter einem Star-Architekt, hinter einer Star-Architektin ganz schön viele Einzelne sind, die dafür mitgekämpft haben, ob sie im Rampenschutz stehen wollten oder nicht wollten. Einige wollen nicht. Das sind unterschiedliche Charaktere, kenne ich auch bei Männern. Aber die Gesamtleistung in den Vordergrund zu stellen, das finde ich total wichtig. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch als BBR mehr drum kümmern. Und das versuchen wir auch mit unseren Jahrbüchern. Wir
drucken nie nur den Namen des Architekten ab. Wir drucken immer die Namen und Zuständigkeiten der gesamten Teams ab. Und da bin ich schon mehrfach darauf angesprochen worden, dass das auch gerade von den anderen Beteiligten dann sehr positiv gesehen wird. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Das Transparentmachen der gesamten Gruppen und Teams, die dahinter stehen. Und das ist dann mal eben doch nicht nur der eine Star oder die eine Star-Architektin, sondern es ist das hervorragende Team dahinter. Ja, in dem Sinn darf ich vielleicht zusammenfassen: Teamwork, Moderation, Kommunikation, vernetztes Denken waren Themen dieser Runde, sind alles auch sehr weibliche Zuschreibungen, was nicht heißt, dass es Männer nicht können. Das heißt aber auch offenbar keine Selbstbeschränkung für die Frauen in der Architektur oder wie Sie eingangs gesagt haben, bei Ihrem Weg in ein Architekturbüro, als Chefin eines Architekturbüros, ja, den Mut haben auch, den Schritt zu machen, die Schritte zu tun, nach vorn zu gehen. Wenn es allen recht ist, schließe ich damit die Runde. Vielen herzlichen Dank. Ja.